Außen erwischen oder so. Hubschrauber. Och, nö. Luftrennen, Kornkreise. Ah. Kornkreise. Also, okay. Was mit Aliens? Vorletzte Rennen. Ja, das kann ja. Dann nehme ich doch wieder Buzzard, ne? Oh. Buzzard hat sich ja auch vorhin in dem Rennen bewährt. Heißes. Dachte, du nimmst Cargo Bob. Yeah! Er nimmt den heißes. Am besten noch mit dem Panzer drunter. Cargo Bob mit Panzer fliegen, das ist echt super. Okay, gucken wir mal, wer heißes Pink nimmt. Oh, ja, na ich. Da war logisch. Ist ja klar. Alter! Alter! Geh mal weg hier! Was ist das für ein Haustier? Alter! Ich bin irgendwie unten drunter durchgeschlendelt. So ein blauer, der ist ja voll in meine Rotorenreihe hier. Ja, und ich bin in deine Reihen. Solange es kein Schwarzer wieder war. Der Onkel hat. Ich bin sonst immer auf Onkel rum, weil. Ich. Boah, ich hol euch ein. Was? Wer hackt auf mir rum? Was? Sonst immer. Was? Nur weil du schwarz bist, Onkel. Achso, wegen Neger. Hm? Ich frag mich ja eh manchmal. Er kann doch auch nichts für seine Hautfarbe, also bitte. Mohrenkopf. Ich frag mich manchmal so, wenn. Oh, ganz böses Wort. Was, Mohrenkopf? Ja, Mohrenkopf Blödsinn. Ist ganz, ganz, weißt ganz. Wisst ihr, dass die Negerküsse jetzt Mohrenköpfe heißen? Bist man Lanier? Oh fuck. Ich glaube, das war auf der Fremde. Ey, hast du mal einen Mohrenkopf? Ey, Neger, wo bist du? Ja, genau. Habe ich die ganze rechtsradikale Musik sofort befürwortet, da ich Mohrenköpfe kaufe. Nee, ich meine bloß, weil über Negerküsse haben sie sich aufgeregt, dann haben sie Negerküsse in Mohrenköpfe umbenannt und jetzt heißen die Dinger bei uns Mohrenköpfe. Jo. Ist doch gar nicht. Ey, Schwachsinn. Gerade weil ich ja finde, dass Neger noch lange nicht so ein krasses Schimpfwort ist wie Moor, finde ich. Wenn ich jetzt ja, finde ich aber total belanglos, das mit einer Süßigkeit zu verbinden, ja. Das ist, dann hat das Wort halt eine zweiseitige Bedeutung und mehr auch nicht, weißt du? Ja, Mola konnte auch nichts dafür, dass er schwarz ist. Gibt nun mal so manche kleine. Das ist sowieso lächerlich. Omis und so, sag ich mal, so ein paar Lehrer und sowas eher mal, die regen sich über sowas auf. Weißt du, die sehen das sofort, Rassismus ist da drinne. Ja, weil sie die Scheiße von damals, was Hitler gemacht hat, halt miterlebt haben. Ja? Von daher haben die noch ein ganz anderes Denken. Und die Kinder dann auch so erzogen wurden. Was noch nicht mal unbedingt negativ sein muss, ist halt ihre Einstellung und ihr Erlebnis dazu, was sie damit verbinden, weißt du? Es ist ja schon wieder am Ziel, ich glaube es nicht. Ich habe jetzt so Gas gegeben, Alter. Ihr seid so gut mit den Hubschraubern, da komme ich überhaupt nicht hinterher. Gib mir aber genauso, ich finde irgendwie auch immer nicht schnell genug. Weiß ich auch nicht, wie die das machen, so dass es so schnell ist. Wo ich eigentlich gar nicht so scheiße fliege. I believe I can fly. Ja, du bist nur beim Start, deswegen bin ich ja nicht quer gekommen, weil du auf einmal neben mir warst. Na, ihr wart vor mir gewesen. Ja, seid dann, habt ihr euch da irgendwie gerangelt oder bin ich unten drunter durchgeflogen? Aber zum Glück sind wir nur nicht explodiert. Ich hab mich sofort, als ich sag, die sind vor mir so, halt mich mal weiter oben. Und dadurch habe ich das Gerangel so halbwegs auch im Gang und dann konnte ich eigentlich gut durchstarten. Light. Und ich genoss gerade so schön die Stelle. Crazy? Dein Einsatz. Was denn? Was denn? Oh, der voll verpennt den Gag. Der verpennt immer wieder. Der verpennt immer wieder. Wir sagen Like. Und was machst du? Nichts. Ich hab kein Like gehört. Nee? Grinch hat sogar übelst lang. Like. Welche Chinesisch heute? Das L mit dem R verwechselt. Wir können ja auch mal alle reden wie Helge Schneider. Vielleicht ein kleines bisschen so. Oh mein Gott. Wir könnten ja mal. Katziko. Und ja, das macht die Katze froh. Das macht den Hund froh. Ja, so ist das. Und mein Schnuffelbärchen. Ich hab wieder das pinke Auto und ich gehe jetzt mal hier in das Rennen hinein und mal gucken. So.
Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Ja, Käsebrot. Ja, Helge Schneider. Helge Schneider, ein richtig guter Komiker, meiner Meinung nach. Ja, da wollte ich gerade einwerfen. Alter, wisst ihr, dass ich eigentlich den Kunden total freaky finde? Weil ich frage mich immer eigentlich schon die ganzen Jahre, ist der so oder tut der so? Nee, ist der überhaupt nicht. Der ist so, oder? Nee, der ist nicht so. Der ist überhaupt nicht so. Kann der auch so normal sein? Weißt du, was wie der privat ist? Der ist richtig ernster Mensch. Das ist ein richtig Das ist ein kluger Mensch, das weiß ich. Das ist doch gar nicht, der hat diesen Schulabbrecher. Nee, das ist ich habe jetzt von dem einen Bericht gesehen, das ist Schulabbrecher und sonst was. Das meine ich ja jetzt nicht. Oh shit. Oh, hier ist gerade voll. Das Ding voll. Und Deutsch wieder vorne. Ich könnte kotzen. Deutsch nicht so gut. Was hast du eigentlich? Ja, weil du bist da, du bist immer der rumheult, wenn man sowas sagt. Ich weiß schon, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte dich nicht angreifen. Ja, aber den aber. Ja, ich hab ihn nicht erschlagen, ohne dass mir jemand reinredet. Wieso? Schrei doch nicht so rum, Alter. Bist du blöd? Weil ich hier nicht zu Wort komme. Ich versuche die ganze Zeit. Ja, weil es gerade ein Gresch war. Da kannst du doch jetzt nicht mit Helge Schneider, ob der intelligent ist oder nicht. Daher nicht mehr. So, jetzt kannst du es nämlich erzählen, jetzt machen wir gar nichts mehr. Boah, du schreist uns jetzt hier übelst voll, ey. Was soll weil ich die ganze Zeit was sagen wollte und ich komme einfach nicht zu Wort, weißt du? Jetzt aber. Boah. Hat's geholfen, Onkel? Bin ich auf der falschen Seite. Gerade, ich hab gehofft, dass ich Onkel mit runterschiebe. Mann. Also, Helge Schneider, so kenne ich ihn. Er ist ein sehr ernster Mensch, wie Hans Erhardt damals war. Wenn er Familie hätte, der würde das genauso handhaben wie Hans Erhardt. Und das ist unser Hans Erhardt der Gegenwart. Hoffentlich sieht das auch Helge Schneider gerade. Ja, was ich halt cool finde, ist, dass eigentlich jede Show, der hat so seine Punkte, die er abmacht, also wenn er sein Live-Ding macht, aber der Rest ist alles improvisiert. Ja. Das ist ein komplettes Improvisationstalent. Zumal er sagt ja auch selbst, über seine eigenen Witze kann er eigentlich gar nicht selber lachen. Weil er findet sie eigentlich schlecht. Er hat gesagt, die Filme, das fand ich so lustig. Ja, die Filme, ja, wer sie guckt, selber schuld, ne? Ja, so sehe ich das auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mal so einen halben Film kann ich mir immer mal so am Stück anklotzen. Ich finde cool, ich finde es echt cool. Die sind total bescheuert, das ist cool. Ja, der 00 Schneider, der war zum Beispiel gar nicht mehr so. Ja, der Doc Schneider war auch geil. Doc Schneider hat mir richtig gut gefallen. Texas, wo er seine Mutter. Ach komm, Crash, jetzt seid ihr hier beleidigt, jetzt erzähl mal. Ich hab grad zugehört. Also. Ich überleg grad, was ich noch einwerfen kann, weil ihr habt eigentlich schon das so aus dem Mund genommen, was ich auch eigentlich so sagen wollte. Ich wollte bloß sagen, ich empfinde den eigentlich, mag sein, dass es vielleicht ein Schulabbrecher ist oder so, aber ich finde, der ist so, wie soll ich sagen, verborgen. Der hat schon echt was auf dem Kasten, aber der zeigt es nicht so auf seine komische, dumme Art, die er so tut, weißt du? Richtig. Das meine ich damit. Aber ich mag ihn überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Entweder magst du den oder magst du nicht. Nur in der Sache, was er so tut halt, auf seine komische, das ist halt irgendwie mir unverständlich. Ja! Boah, noch vorbeigezogen! Also er selber ist Kult. Ja, er ist schon so ein Ding für sich, was so außenstehend ist, weißt du? Das meine ich damit. Den gibt's jetzt schon seit über 30 Jahren, den Helge Schneider. Aber ich kann ihn irgendwie nicht so richtig, weiß ich nicht, richtig einordnen. Das ist so freaky, was er so macht. Ja, das Coole ist halt, dass er sich irgendwie nicht. Das hat er schon oft bewiesen und hat er auch schon oft gesagt, er verbiegt sich nicht. Wenn er jetzt in so eine Sendung da reingeht, wo er da eingeladen ist und er hat überhaupt keinen Bock, dann merkst du es ihm auch an. Dann sitzt er still auf seinem Stuhl und sagt nichts. Ist er einfach, hat er keinen Bock und dann macht er nichts. Und wenn er kommt bei dem dann nur auf die Frage, die dann kommt. Und genau. Von sich aus kommt nichts. Genau, das ist Helge Schneider. Das ist so eine. Da haben viele interviewte Leute haben übelsten Respekt vor dem, weil er sehr schwer zu handeln ist. Weil eben, wenn er keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Und dann gibt er auch blöde Antworten oder dann. Das ist halt Helge Schneider. Der ist auch schon bei irgendeiner Fernsehsendung einfach nicht aufgetaucht, hat keinen Bock gehabt. Ja, meinst du, der tut denn vielleicht so ein bisschen intellektuell eigentlich, obwohl er da nicht ist?
Nee, nein, er bezeichnet sich nicht als intelligent. Würde er sich nie bezeichnen. Er hat immer gesagt, das, was er macht, ist eigentlich scheiße. Das hat er immer gesagt. Er findet sich selber, also seine Witze, findet er nicht, selber nicht gut. Das Problem ist nur, er verdient Geld damit, dass er so scheiße auftritt. Wollen wir wieder einen Break machen hier? Warum? Was ist der eigentlich, wa? Warum soll ich einen Break machen? Nö. Ich mach jetzt keinen Break. Willst du nicht? Nö? Gut. Seit wann denn das? Der sein können. Weißt du, wenn wir gerade so raus sind in der Lobby denn? Weißt du? Ja, jetzt habe ich gerade mal in dieser. Ja, man hätte, jetzt einen Abschluss. Etwas über eine Stunde gerade mal 10.000 verdient insgesamt. Achso, ich wollte jetzt, ja genau, ich wollte mein Geld überweisen. Ich habe jetzt 100.000. Man könnte da ja jetzt einen Break bringen, halt zum Abschluss zu Helge Schneider, dass man da einen Punkt findet. Ja, ich wollte da nicht ausweiten, ja, ich weiß ja, wie sind wir denn überhaupt darauf schon wieder gekommen, weiß ich jetzt ja nicht. Achso, wegen dem. Nö, schön, ja cool, wenn man sich mal ein bisschen unterhält über andere Sachen als nur über die Renten oder so. Genau, nur mal über das Spiel. Ja, aber was ich halt auch bei Helge Schneider war bei. Was wollte ich jetzt sagen? Wo er ein richtiges Talent hat, wo viele sagen, er kann alle Instrumente spielen und braucht keine Übung dazu. Er nimmt ein Instrument in der Hand und fängt damit an zu spielen. Ja. Kann er. Ja, das haben sie jetzt schon so oft gesagt. Die haben gesagt, der hat noch nie eine Gitarre gespielt. Der ist in Trompetenunterricht gegangen, haben sie gesagt. Trompetenunterricht. Ist er reingegangen, hat sich hingesetzt eine halbe Stunde, hat den allen zugehört, hat eine Trompete genommen und hat den allen ein Lied vorgespielt. Fand ich übelst krass. Der hat noch nie eine Trompete in der Hand gehabt vorher. Ja, doch, auch immer. Der rennt doch auch immer mit so einer Ukulele durch die Gegend rum. Der, wa? Der so kann alles spielen, den kannst du hinsetzen. Mit macht Ukulele, da machst du dann bloß Ding, 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 Ding und dann plepperst du aber drunter. Ich meine, seine Sachen, die er macht, sind meistens sehr verhunzt. Aber da gibt ja auch Jazzkonzerte, da ist ja auch eine Jazz-Truppe. Und da macht ja richtig gute Musik, also der kann richtig gut spielen. Der macht ja richtig. Okay, Jazz kann ich nicht leiden, die Musik gerade, aber. Lounge-Musik ja. Macht er. Also das ist Musik, wo du relaxen tust. Jazz ist zum Relaxen. Das hat zwar Schwung, was guckst Jazz du hat so Schwung, du? Jazz hat Schwung, aber es hat eben auch... Jetzt rennet fort, du Arsch! Oh, welche in den Blues! Mann, ey. Leuchtet den doch nicht voll! Mann! Ah, Hilfe! Leuchte. Hilfe! Verriegeln! Ich steig jetzt einfach mal hier aufs Auto. So, jetzt bin ich sicher. Ja. Yeah. Komm, wir drücken mal den Onkel ein bisschen. Guck mal, Gas. Boah, jetzt bald ein Ding gekillt. Heftig, wie sie alle so Grünfarben nehmen. Wieso alle? Warte, zwei. Jetzt mach ich fertig, komm. Don't fuck with me. Ich will auf dich rauffahren, warum geht denn das nicht? Geht nicht mit dem Auto. Ja, ich hätte sowieso mal so ein bisschen Bock, mal im freien Modus ein bisschen rumzugeigeln, ja nicht? Irgendwie mal so ein bisschen mal wieder. Ich glaube, jetzt muss ich mal hier mal ein Kopfgeld holen, dass man hier mal wieder richtig mal reinkommt ins Spiel. Crazy ist schon mal gut dabei, der klaut hier die ganze Zeit irgendwelche Autos. Oh, wer steckt zu mir ein? Ich habe geklaut, Alter. Ja, das wer steckt zu mir ein? Aus. Ich hab den Bullen am Nacken. Crazy, komm, du hast die Aufnahme an. Komm, steig ein. Du nicht? Nee, doch. Naja, deswegen sollst du einsteigen. Ich sterb. Weil du ja eine Aufnahme hast. Ist doch mal cool, Flucht vor den Bullen. Ja, Thema Helge Schneider. Ein Stern. Ein Könner in seinem Fach und doch ein Nicht-Könner. Also man kann ihn nicht einschätzen. Und das will er ja auch nicht. Er will ja nicht in eine Sparte gesteckt werden. Deswegen ist er so, wie es. Aber ich muss zugeben, die Leute, die sagen, die können nicht leiden oder beziehungsweise seine Filme sind scheiße, kann ich aber auch nachvollziehen, weil es ist irre, was er da macht mit den Filmen. Also es ist total, weil die kompletten Filme, die sind ja ohne, wie soll ich sagen, die sind ja alle erstens improvisiert, da gibt's kein Drehbuch und zweitens ist gleich mit dem ersten Cut reingespielt. Also die haben da nicht großartig rumgeschnitten oder so ein Zeug. Ja. Echt, haben die kein Drehbuch? Nein, kein Drehbuch für das Buch. Nein, das ist alles einfach spontan. Das du musst, einfach da gibt's doch dieses Ding, wo der Alte im Krankenhaus liegt und wo dann dieser, wie hieß denn der, Joe Flash? Ne, wie hieß denn der Typ? Wo der da reinkommt für den Alten ja, auftreten den Doc, will. Den Doc Schneider, den habe ich nicht komplett gesehen. Ne, es war bei 00 Schneider, wo der fand ich übelst cool. Ja, habe ich nur eine halbe Stunde geguckt, aber fand ich schon ganz gut.
Und dann kam er immer wieder rein und musste sich kaputt lachen, weißt du? Dann kam er immer wieder zu der Tür rein. Warte mal, ich geh doch mal raus, ich muss doch mal neu kommen. Das ist alles im Film drin. Habt ihr eigentlich schon Auto verkauft? Wir haben ja jetzt heute noch kein Auto verkauft. Eigentlich könnten wir auch mal wieder ein Auto verkaufen. Jeder schnappt sich irgendeine Karre auf der Straße und fährt in Customs rein. Machen wir ja sonst auch ab und zu mal. Wenn wir gerade so zwischendrin einfach mal diese freien Modus haben. Endlich mal 3 Sterne hier. Oh, ich hab 2. 2 Sterne. Alter, die überholen uns rechts, Retze. Was läuft denn hier? Weiß ich nicht. Sind nicht cool. Sind nicht cool. Ein Boom. Abendlandschaft gucke ich mir an, die ist so schön. War auch keine Dings, ich hab halt nur hier Tränen, Gas, Kacke. Ich glaub, wir müssen gleich die Ausfahrt nehmen. Oder? Helikopter. Ah, ich hab ne Idee. Wir kürzen ab. Was? Wo? Nein. Hä? Wo denn? Dort gewesen. Hinter uns. Wenn aus dem Arsch kommt, der Heli. Oh fuck. Deiner dreht sich. Mann. Ui, Mann. Ja, die Mann, wird zu spät. Krass, boah. Wie spät haben wir es denn schon? Boah. Wir haben schon 2 Uhr. Krass. Ja? Geht schnell die Zeit, ne? Jo, das geht schnell rum. Oh, aufgesetzt. Nicht gut. Was hat denn hier? Sackgasse. Ach Leute, hier hinten geht's rauf. Wo wart ihr denn? Meine Mädels. Boah. Decken wir uns mal. Verstecken wir uns mal. Also ich hab mir den Bullen weg. So, jetzt hab ich einen Stern wegen euch. Hier, so. Mhm. Kriegt das wieder. So, bitteschön. Toll. Ja, Onkel steigt aus und ich krieg einen Stern. Warum auch immer. Action Cam. Ach ne. Geht gar nicht. Jetzt aber. Nee, jetzt gucken wir mal. Weil einer hinter uns ist. Von unseren. Jetzt habe ich Action Cam. So. Action Cam, the greatest cam of the world. Muss ja mal gucken, wie die wieder rausgeht, Alter. Jetzt. Und da bestimmt nicht. Wo geht's hier raus? Ich hätte eben schon Ausgang gehabt, aber ihr seid ja so schnell und gleich wieder weg. Hätten wir eigentlich einen Ausgang, aber egal. Ausgang? Wer braucht Straßen, Alter? Wo wir fahren, brauchen wir keine Straßen. Mit deinem. Ja. Wo war das denn? Das ist auch ein Zitat aus wo weg. Alter, wo war das nochmal weg? Kommt der da nicht zurück hoch? In der Zukunft ist das, Mann. Genau, zurück in die Zukunft, weil wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straße. Guck mal, ich hier mit dem ollen, tiefer gelegten Drecksker aus den 70er mache ich hier im Gelände fertig. Ja, komm. Laber nicht, Shay, du Tasche, Alter. Nee, Mann, du. Mein Schäbel läuft gerade vom Tisch. Durch die Schienen. Jetzt ein Zug kommt, haben wir mal Arcade. Ah. Ups, ja, breit genug. Jo. Kann ich mal in Ruhe mein Bierchen trinken? Das auszuweichen. Ey, das hat sich gerade echt pervers angehört, wisst ihr das? Eine Blubber. Vielleicht trinke ich ja gar kein Bier. Oh nö, das wird doch hier derjenige, der diesen Energy Drink hier. Blubber. Nee, ich meine doch das Blubbern, weißt du. Ach, steht der da auch unter. Hast du gesehen, der kam gerade aus dem Auto gekrochen, den hätten wir eigentlich überfahren können. Weiß nicht, ich würde das nicht tun an deiner Stelle. Hab ich auch nicht. Keine Angst. Musst du mir Sicherheit bieten? Du musst erstmal für deine eigene Sicherheit sorgen. Genau, schnall dich an. Alter, das ist voll uncool. Ich find's eh komisch, ne? Ich kann gar nicht ohne anzuschneiden ins Auto. Also wirklich, ich steig ein, schnall mich an und dann fahr ich jetzt los. Ne? So soll's sein. Ich kann gar nicht ohne. Ja, ich kann's gar nicht ohne. Das ist so, wenn man so wie ich jetzt heutzutage es gelernt habe, weißt du, es geht nicht anders. Man steigt ein, schnallt sich an und fährt los. Also ich kann nicht so, war bei mir früher nicht so. Meine Eltern machen es während der Fahrt, das finde ich. Ich habe aber auch so eine Macke. Also bei mir war es erst die Anfangszeit, war es bei mir so, bin eingestiegen, habe ja angeschnallt, bin los. Aber jetzt durch die Arbeit und so habe ich immer die Macke, dass ich einsteige, dann langsam losfahre und dann während der Fahrt so im ersten, zweiten Gang, dann fange ich an, mir anzuschnallen.
Aber vergessen tue ich es eigentlich nie. Ich muss mich anschneiden, weil mein Auto sonst nicht losfährt. Ja, oder es piept, wa? Nee, es piept okay. Nicht, es ja, fährt nicht los. Piept. Weil das hat so eine. Mein Auto hat hier keine Handbremse mehr, sondern bloß hier so eine Pneumatikbremse. Ach so, der und die löst sich erst, wenn. Die löst sich erst, wenn du dann angeschnallt bist. Der Fahrer zumindest. Ja, ja. Deswegen, man gewöhnt sich das schön an. Ich meine, man soll das ja auch machen, ne? Ja. Ich meine, ich habe das, war das sowieso jetzt in den letzten Jahren immer pingelig, weil ich habe erst meine Flappen wiedergekommen. Vor ein paar Jahren. Ja, ich hatte die ewig lang weg gehabt. Ja, musste ja nicht. Ich musste dann MPU in so einen Scheiß machen. Oh, dann war ja was anderes noch im Spiel, ne? Da war was anderes noch im Spiel. Oh, MPU, und dann, die verarschen dich da sowieso. Da kriegst du da 1000 Fangfragen. Ist es wirklich so, dass man bei der, wenn man eine MPU macht, dass man sporadisch erstmal beim ersten Mal immer durchfällt? Das Problem ist, dass du doch, also du fällst nicht durch sporadisch, weil sie dich durchfliegen lassen, sondern das geht, du weißt nicht, wie du, das sind Psychiater da drin, da sitzen Psychiater drin und ja, die merken sofort, wenn du denen was auftischt oder wenn irgendwas ist und wenn du dich irgendwo in irgendwas verhakst, wenn du dich in irgendwas verhakst oder sowas, wenn du dich in irgendwas verhakst oder so, wenn du jetzt, du willst was denen sagen, aber die verstehen das völlig falsch, du meinst das gar nicht so, dann fragen die dich und dann versuchst du es denen zu erklären und dann irgendwann fängst du dann an, Alter, jetzt raffst doch mal, und dann fängst du an rumzustammeln und dann ist das schon dein, das ist schon dein Rauskick. Ist schon dein Tod. So siehst du, weil du bist dann, ey, was? Oder du kriegst die Frage gestellt, trinken sie denn unter der Woche ein Bier? Und wenn du dann auf Nein antwortest, dann ist das eine Lüge. Dann bist du durchgefallen. Also ist das sozusagen erstmal so ein Kennenlernen. Ja, nee, das Ding mal, ist ja... Du, wenn man riecht, wie man nee, die, das sind immer andere. Ja, bei mir ging es ja nicht um Bier, bei mir ging es ja nicht um Alkohol. Nein, das ist ja die grundsätzliche Frage. Onkel. Ist ja egal, ob du wirklich nüchtern die ganze Zeit bist und wenn du Nein sagst und ehrlich warst Onkel? Und das nicht gemacht hast, das interessiert die ja dann nicht. Was denn, Onkel? Was war ansonsten im Spiel, wenn es nicht Alkohol glauben war? Glauben sie dir nicht. Drogen. Hey, das ist, hallo. Ich hab doch kein Problem damit. Was ist denn da so schlimm dran? Mann, das ist doch seit 8-9 Jahren ist das rum. Ich meine, aber das ist ja nicht das Thema. Das ist ja nicht das Thema. Das ist schlimm jetzt, ey, Mann. Jeder, es gibt manche, die probieren das immer aus. Ich hab da auch kein Problem mit, wenn man das mal ausprobiert. Ich hab's genauso gemacht. Ich hab auch mal probiert und das war's. Dann hat sie ja. Ich war eine Zeit lang Kiffer und irgendwann bin ich in die Chemiezone Dings abgerutscht. Hast du mich deswegen den Tag mal gefragt? Ja, du kommst ja, weil du mir so gechillt immer rüberkommst. Das habe ich nur gehabt, wo ich... Hast du wieder so einen Bro gefunden oder was? Was heißt denn hier so ein Bro? Was soll denn das heißen? Ich mach die Scheiße schon... So einer, der das Thema versteht. Ich mach die Scheiße seit 8 Jahren nicht mehr. Nee, ich habe das irgendwie nie richtig gemacht. Ich hab's mal probiert, vom Kumpel mal, for free und... Ja, sei froh, dass du das nie... Und mehr auch nicht, weißt du? Also... Jahrelang konsumiert, aber Chemie bin ich nie ab. Nie. Bei mir muss dann irgendwann. Ich wollte halt mal die andere Seite kennenlernen, war das. Und dann habe ich mal das erste Mal Crystal und dann hat es mir gefallen. Ja. Nee, das erste, was ich genommen habe, war Ecstasy, dann irgendwann mal Crystal und dann Koks, oder bin ich überhaupt total reingerutscht. Koks. Crystal. Crystal. Oha. Crystal ist ja wirklich. Crystal Meth, also ja, direkt Meth. Crystal war ich direkt, also es war ganz schlimm. Das ist aber so eine Modedroge, die zurzeit total in ist. Bei uns in der Gegend hier bekommst du den Scheiß überall. Ja, aber ich muss sagen, ich habe das einige Jahre konsumiert und ich hatte keine Probleme, damit aufzuhören. Die wollten alle, die scheiß MPU wollte von mir einen Nachweis haben, dass ich auf einer Entziehungskur oder irgendwas war. Ich war klar bei der Suchtberatung, das war mir klar, musste ich hin. Aber ich hatte keine Probleme damit. Ich meine, es war schwer aufzuhören. Aber ich hatte auch keine Probleme, jetzt brauchte keine Suchtberatung, brauchte keine irgendwelche, was weiß ich, psychologische Betreuung dafür. Ja, also es ging, also weil bei mir war ich schon immer so ein Typ, egal was ich gemacht habe, bin da konsequent. Wenn ich mir dann mache da einen Strich drunter und dann ist fertig. Ja. Das ist genauso jetzt mit zum Beispiel, sagen wir mal, wenn ich jetzt YouTube, wenn ich irgendwann mal den Tag habe, keinen Bock mehr, dann mache ich einen Strich drunter und sage Schluss und dann ist es Schluss. Dann mache ich das auch nicht mehr. No. Weil wenn ich das einmal sage, dann mache ich es auch. Aber das werde ich jetzt nie machen. Ich hab eine Frage auch. Das also nimmst du jetzt nicht gerade auf, ne? Doch, ich habe ja kein Problem damit. Warum soll ich das nicht aufnehmen? Themen, das ist... ist doch eigentlich... Solange es jetzt nicht so wäre wie... Es ist doch nicht so, ey, ich geh jetzt mir erstmal eine Line reinkrachen. Ich habe gesagt, ich warte erstmal. Das ist doch vergangen. Ja, so,
draus lernen und heutzutage begreifen. Ne? Man weiß heute die Folgen von dem Zeug, ne? Sieht man immer. Erstens das, ja. Man sieht das zum Beispiel, wenn die auf D-Mark zeigen, wie manche da in Amerika mit dem Zeug total durchdrehen und auf ihren Trip sind und von der Polizei verfolgt werden, den ganzen Kofferraum voll mit der Scheiße haben. Und dann meinen sie, müssen fliehen und dann sieht man, wie die über den Highway waschen. Ja, das ist ja total überinszeniert, kannst du überhaupt nicht mit der Realität machen. Weil vergleichen. Wir hatten echt noch so das einen, das ja wirklich, der... das haben sie schon mal gezeigt, in Amerika gibt's sowas. Also in Amerika ist es noch ein bisschen schlimmer, ne? Das gibt's auch hier, bei uns in der Stadt, bei uns in der Stadt ist auch einer mit 120 um die Kurve rum und gegen das Haus gebrettert, weil er vor der Bullen abgehauen ist. Das hatten wir hier auch schon. Also, ja, meine ich ja. Und dann, wenn da so ein Zeug mit drinne ist, man, die sind so auf dem Trip, ne, die denken, die können alles. Und dann verschätzen sie es. Bei mir war es doch damals auch so, ich hatte ein Auto gekauft, schön tiefer gelegt, Fahrwerk, bla, alles schön. Und bin ich dann abends, habe ich mir so eine Pille reingeworfen, auf einmal habe ich von hinten gesehen, irgendwie Lichter im Spiegel, keine Ahnung, hab Hallos geschoben halt und bin abgehauen. Und dann nächste Kurve hat's mich rausgeschoben. Zack! Ja, ich möchte ja auch nicht sagen, dass ich ein Unschuldslamm bin. Ich hab das ja auch kennengelernt. Also das. Ja, also insofern, dann möchte ich ja, weil die Aufnahme noch läuft, dann möchte ich da gerne auch zu sagen. Ja, das habe ich auch miterlebt und ich weiß, wie das ist und ich weiß, dass dann Leute da sind, die einen nicht loslassen, sagen, du steckst jetzt hier auch mit drin, du kommst hier nicht einfach so raus. Das Problem, mit was vielen nicht klarkommen, mit was ich halt klarkommen musste, wo ich den Strich gezogen habe, musst du dann ganz ehrlich sagen, hast du dann in Anführungsstriche keine Freunde mehr. Nö, das sind ja keine echten Freunde. Du musst ja dann komplett Schluss machen, du musst dann sagen, nee, ich. Zack. Ja, weil du hast keine Freunde mehr. Du hast ja andere Freunde in der Szene. Die sind dann, wenn du nichts mehr nimmst, haben die halt, also dann kommen die nicht mehr, also dann sind die weg. Denken sie, du bist übergelaufen. Genau, genau. Dass es auf den Entzug bezogen ist. Okay. Ja, ja, manche ziehen es da drauf. Die sagen dann, du bist abtrünnig geworden, du bist keiner mehr von uns, also richtig. Piss dich. Das ist das Problem, das was man davon hat, das muss ich sagen. Das hat aber nichts mit Freundschaft in dem Sinne zu tun, was man als Freundschaft kennt. Das ist aber genau das eigentlich, was man denn sozusagen vor Augen gehalten wird, dass das eigentlich keine Freunde sind, sondern nur wirklich deine mit Drogenhalter, Dealer, ihr Döns. Ja, so. Deine Feierleute. Sagen wir es einfach so, deine Feierleute. Es war ja nicht so, dass ich den Leuten immer das Zeug. Ich meine. Nur so eine Sinnbeziehung, weißt du? Ja, es ist, aber wir hatten ja trotzdem immer zusammengehalten. Also Verfolgen oder sowas gegeneinander war nicht oder sowas. Also das besteht schon so eine gewisse Freude. Man macht alles zusammen, man geht durch dick und dünn, verteidigt sich und so ein Zeug. Aber irgendwie ist dann doch, wenn du damit aufhörst, ich werde auch nicht mit den Leuten mehr klarkommen. Ganz ehrlich. Also, ich habe jetzt mal wieder mit ihm gesprochen. Ich bin ja auch froh, dass ich die losgeworden bin. Dass ich nicht mehr habe. Dass ich mein eigenes Leben führen kann. Und dann muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, meine Frau und mein Bruder, der hat mich dann zu sich geholt, rüber nach Straubing, dass ich hier erstmal wegkomme, hat er mich einen Monat zu sich geholt. Und der hat mir sehr dabei geholfen, bin ich auch sehr dankbar dafür. Und dann später meine Frau und sowas, dann kam halt mein Kind auch noch und schon von da alleine würde ich dieses Gelump niemals wieder anrühren. Und deswegen die Moral von der Geschichte, nehme Drogen nicht. Das ist echt. Wenn man sich da mal so drüber nachdenkt, was man da damals für eine Scheiße gebaut hat. Ja, Leute, die das jetzt vielleicht jetzt gerade nehmen oder machen und Zeug und hören das jetzt hier, die lachen darüber, aber euch wird das erst alles klar, wenn ihr damit aufhört. Wenn ihr da, was ihr da überhaupt für eine Kacke macht, das ist ja die Scheiße. Von ins Geld, Alter, übelst. Ja, dir fehlt dann auch später der Bezug. Noch nicht mal das also Geld, ich muss sagen, vor gut zwei Jahren. Du kannst dir doch niemals wünschen, wenn du das genommen hast so stark und da nicht rauskamst, dass du dann Familie gründen kannst, einfach mal so. Die Gesellschaft wird es dir schwer machen, weil also das werden solche Schweine sein, die dir sagen, die dir hinterm Rücken das rumerzählen und die glauben denen, weil die das dann irgendwie in Gesellschaftsfuß. So haben sie es bei mir gemacht. Ja, ist so, wenn du eine Frau hast, die vertraut dir dann schon. Also, das ist. Hast du Strafen dadurch? Durch diese Drogen? Ich habe eine dicke Akte, jojo. Ja? Ich sage schon alleine meine ganzen Autodelikte und mein ganzes Zeug. Also, ich habe ja früher auch viel Scheiße gemacht, aber nicht in dem. Körperverletzungen. Rausgeflogen. Körperverletzungen und so ein Scheiß und. Nee, bei mir hast du immer noch Rahmen, viel Scheiß gemacht halt, aber naja, mein Gott. Nee, bei mir war es nur der Bund, weil ja, bevor du da rinkommst, überhaupt nochmal die Musterung kommt sozusagen,
in der Kaserne direkt und da war irgendwie 75% THC und dann war gleich hier raus. hallo Mann, Alter. Es gibt nichts Schlimmeres. Beim Bund wird gekifft ohne Ende. Ich war auch nicht beim Bund, aber bei mir lagst du dann auch wieder. Aber wenn du ja anfängst, ich kenn's von meinem Bruder, der hat mir da Storys erzählt, Alter, ohne Worte. Ja, ich wüsste, bevor du dann drinne bist, kommt ja nochmal so ein Komplett-Check nochmal, Augen-Check und Hör-Check und Blut und bla bla. Bei mir war die ganze Sache übelst lustig, weil du kennst doch dieser Test, wo du dann zum Arzt gehst, dich nackig ausziehen musst und dann wird ja alles kontrolliert da. Musterung, ja. Ja, und das Lustige war, bei mir war das so, ey, Alter, ich saß dann in dem Raum drin, alle schön entkleidet, ich meine, wir haben uns gut verstanden alle zusammen, aber ich dachte dann so, ey, Alter, das ist jetzt so übelst peinlich, wenn die ganzen Kerle da in dem Ding rumstehen und jetzt da hier, wisst ihr? Und kurz bevor wir sind echt rausgegangen, wir standen vor dem Arzt, da hat der Arzt mich noch gesagt, hat der Arzt zu mir gesagt, ey, Sie haben doch Ihre Latschen noch aus, würden Sie die bitte mal noch ausziehen? Und ich gehe zurück, da fängt mich die eine ab, Sie sind ausgemustert wegen Ihrer Brillenstärke, können Sie gehen. Ich sage, Alter, was? Die mussten alle rein und ich, yes, konnte mich wieder anziehen. Was ist denn T3 oder so, oder? Bei mir war es, ich so, boah, Alter, zum Glück. Das ist so ein komischer T3. Also ich werde. T3 kommst du noch drin. Ja, ab T4 ist denn schon weg. Also ich werde T2, ich werde T2 gemustert worden, aber die haben meine Krankenakte gesehen, ich habe Epilepsie gehabt. Da hat die Krankenärztin zu mir gesagt so, wie lange sind sie denn anfallfrei? Ich sagte 8 Jahre und sie sagte, ich sagte 3 Jahre, das waren 3 Jahre. Und dann hat sie gesagt, ja, obwohl sie so eine riesen Krankenakte haben, können wir das Risiko nicht eingehen, sie in den Bund einzustellen. Es könnte ja sein, dass sie rückfällig werden mit ihrer Epilepsie. Obwohl das alles ausgemerzt wurde. Gut, da wurde ich ausgemustert. Also ich war noch bei der Musterung, aber ich konnte mir das dann, bei mir war genau die Zeit, ich konnte mir das dann aussuchen. Da hieß es dann halt, ja, Herr Die Bagger da unten, ja, geil. Möchten Sie denn zum Bund, jetzt ist ja die neue Regelung, jetzt müssen Sie ja nicht mehr, jetzt können Sie nur noch. Ich habe mir natürlich gedacht, naja, dann gut, alles klar, reingehauen. Auf Wiedersehen. Ja, genau. Ich musste damals. Bei mir stand nicht so die Frage im Wege, weil mein Bruder im Kosovo war und so, also Auslandseinsatz und halt mein Bruder schon sich verpflichtet hatte für mehrere Jahre, da war das sowieso, da kann man sich das dann sowieso aussuchen. Und durch die Regelung wurde das dann noch verstärkt, dann war ich gleich weg. Dann habe ich mir gleich so gesagt, ja, dann lass mich mal in Ruhe mit der Scheiße. Und ich kann es doch, ja, du kannst dir es doch eigentlich immer aussuchen. Du kannst doch Bund oder Zivildienst. Zivildienst, ja, klar. Hätte ich auch mal nee, jetzt ja nicht mehr. Ja, ja, aber. Ja oder nö. Naja, aber das gab. Man kann ja jetzt sagen, also jetzt sucht ja die Bundeswehr wieder Leute. Jetzt so leicht wirst du nicht mehr. So leicht wirst du nicht mehr ausgemustert. Wow, da ist ja Wasser. Scheiße. Oder wurdest du nicht mehr ausgemustert? Es war ja so, also dann hat der Arzt oder die Ärztin, die hat zu mir gesagt, ja, nehmen wir nicht an. Dann war ich beim Feldwebel. Was hat der zu mir gesagt? Sie sind doch bestimmt super glücklich darüber, dass wir ausgemustert werden. Yay, der hat da echt voll die Feier da gerissen. Der hat da so gesagt, der hat mit den Händen rumgewedelt und sagte, boah, Wahnsinn, sie werden hier ausgemustert. Ist doch eine starke Sache für sie, oder nicht? Ich so, ja, ich hätte gerne Bund gemacht, aber wenn das nicht ist, dann ist das nicht, ne? Echt? Du hättest gerne Bund gemacht? Ja, ich nicht. Ja, lieber als Zivildienst. Ich habe überhaupt keinen obwohl Bock auf Bund. Ich hatte genügend, sozusagen, diese Pseudo-Freunde, die ich damals hatte, die haben alle Zivi gemacht und ich fand irgendwie, das waren Drückeberger und ich hätte gerne meinen Bunddienst gemacht. Macht und hätte gesagt, ja, ich hab mein Bund aber gemacht. Das ist, ich glaub, ist eine schwere Zeit, aber dafür wirst du zum Mann degradiert. Ich glaube, ja, 10 Kilometer Marsche mitgemacht, der hat mir schon gereicht. 10 Kilometer und dann 20 Kilo auf dem Rücken, Mahlzeit. Ja, mein Bruder hat's durchgemacht. Die ersten 3 Monate waren echt für den Arsch, sagt er. Aber dann Larifari. Dann ging's. Dann war das eine coole Zeit. Und das? Was ist denn das? Irgendwie sind geglitscht. Lol. Was war denn das jetzt? Ach, mein Stoßfänger ist abgefallen. Ich weiß nicht, wo ich gerade hängen geblieben bin. Keine Ahnung, ich wollte die schönen Karacho hier in die Düne hoch hier. Der hier lang fährt, Alter. Ja, ich will immer ein bisschen. Fuck. Jetzt kommt das letzte Stück nicht mehr hoch.
Ich weiß ja nicht, liebe Zuschauer, wenn ihr diese Videos seht, ob euch diese Thematik, diese private Thematik von uns auch interessiert. Ach, da können wir ruhig einfach labern, das ist cool. Das ist schon gut so. Ah, ich meine, das sind ja Sachen. Du meinst, dass gerade halt schön chillig ist, weil wir die Actioncam anhaben. Und ja, also ich muss sagen, ja, es ist ja vielleicht sogar für den User vielleicht sogar interessant, mal so ein bisschen was. Ja, es ist okay. Die einen. Alter! Scheiße! Die einen, die einen, die sagen, das gehört hier jetzt nicht rein oder das ist zu peinlich, so persönlich, gerade mit den Drogen, was ich erzähle. Aber ich sag mal so, das ist ein Teil unseres Lebens und wir wollen ja damit nicht vermitteln, jetzt hier, ey, nimm das Zeug, sondern einfach nur, dass es einfach Kacke war. Genau, und also, wenn man so genau. Im Nachhinein drüber nachdenkt, lasst die Finger von dem Scheiß. Selbst das erste Mal probieren kann dazu führen, dass man ganz schön Probleme bekommt. Vor allen Dingen, wenn es die Einstiegsdroge Marihuana ist. Ja, ich weiß, was soll ich jetzt machen hier? Scheiße, Reinfahren da. Ja, so fing das alles an. So fing und dann sterben wir ja alle. Klar, ich hab letztes Mal mit Dings geschafft, mit Dodge. Guck mal, ich bin ja eigentlich relativ geschützt. Und ihr kommt alle sicherer und besser durchs Leben, wenn ihr sowas nicht nehmt. Dann habt ihr alle einen klaren Verstand und dann werdet ihr auch verstanden werden. Wenn ihr dann nicht verstanden werden solltet, dann ist sowas schief gelaufen wie beim Dodge. Richtig. Keiner die Räder, die hängen schon. Dann liegt das an was anderem, aber das werdet ihr dann auch erfahren. Das können wir euch ja auch erklären, warum es so ist. Aber das ist ja, das sind so Dinge. Ja, nächste Folge. Vielleicht muss es ja mal gesagt werden. Nächste Aufnahmesession. Ja, nee, wir kommen schon wieder vom Thema weg. Das war gerade eigentlich ganz cool. Was würde ich sagen? Ja, aber. Der Unterschied ist.